Okay, dann geht's jetzt mal weiter. Und zwar mit Level 6. Hier hat man keine Waffe, dadurch wird das Level ein bisschen schwierig. Normalerweise gibt's hier keine Gegner, bei mir gibt's aber welche. Feuervogel getroffen. Glück gehabt, dass es halt gerade in die andere Richtung wieder geht. Das bin ich natürlich auch jetzt normalerweise nicht dabei. Aber das Originalspiel war halt einfach viel zu leicht. Deshalb habe ich das rumgemoddet. Leichten Levels, also kann ich eigentlich noch auch noch ein bisschen rumlabern. Gut, das kann ich jetzt nicht erinnern. Aber was ich sagen wollte ist, dieser komische Typ, der das Modding-Tool gemacht hat, das sogenannte Ill-Edit, der hat das irgendwie zu Shareware gemacht, weil er so ganz komisch ist. Aber dem liegen eigentlich die Rechte für das Spiel immer noch bei Epic Mega Games. Wo man es heutzutage nirgends mehr kriegen kann. Das heißt, dieser komische Typ da, der das Tool gemacht hat, eigentlich dürfte er überhaupt kein Geld damit verdienen. Außer vielleicht für den unwahrscheinlichen Fall, dass er selber einer von Epic Mega Games ist. Dann wäre es natürlich wieder erlaubt. Jetzt kommen da oben andauernd komische Bienen, die es normalerweise auch nicht gäbe. Ah, ich habe viel zu viel getroffen. Jetzt habe ich nämlich nur noch einen Strich. Das heißt, wenn ich so weitermache, dann bin ich auch noch erledigt. Boah, Glück gehabt. Ich hab's geschafft. Jedenfalls ist es so, dass bei diesem Ill-Edit es so komisch ist, dass man keine Objekte, zum Beispiel Gegner, in die Levels einfügen kann. Das hat er wahrscheinlich auch absichtlich so gemacht, damit man den Feuerwehr holen muss. Boah, der Feuervogel ist aber schnell. Und für mich, wenn man sich jetzt fragt, wie ich es dann geschafft habe, dieses Motiv zu erstellen, ist die Antwort ganz einfach. Mit dem Hex-Editor habe ich alle einzelnen Gegner jeweils von Hand eingefügt in das Spiel. Das hat 1,5 Ewigkeiten gedauert, das zu machen. Weil die Offsets, die müssen immer erstmal nach Dezimal konvertiert werden, dann aber zurück nach Hex, weil ich sie ja abgeben muss, mit dem Hex-Editor. Und noch schlimmer ist, dass sie dann nicht mal wirklich in Hex da drin stehen, sondern in Little Endian, das heißt, muss man auch nochmal umrechnen. Von Hex nach Little Endian. Und man muss es mit 10 Mal nehmen, weil jedes Feld, das man hier auf dem Spielfeld sieht, ist die Wirklichkeit größer. Also eigentlich nicht mit 10, sondern mit 1,0x. Das ist wirklich ganz komisch. Ach so, hier kann man zum ersten Mal den Squawk spielen. Das heißt nämlich andauernd Go Up, aber wenn man unten lang geht, dann kriegt man den Squawks. Ja, die Bezeichnung Squawks ist natürlich auch ein bisschen laut. Komischer Krokodil nervt aber auch ganz schön. Krokodil will verhindern, dass ich da reinkomme. Okay, jetzt habe ich einfach alles weggeballert. Auch einer von den besten Gegnern. Ich erleide nur noch Guava. Nämlich den Enguava, wie ich ihn nenne. Es ist komisch. Ah, jetzt ist er dachte ich.
auch komisch, dass sich das hier wieder gebildet hat. Im Moment habe ich es ja weggeschaltet. Da rechts kann man überhaupt nicht dran kommen. Zumindest nicht als Squawks. Ich überlege gerade, wäre es vielleicht besser gewesen, das Level als Squawks zu lesen. Einige sagen, es wäre schade, beziehungsweise gut, dass die gegnerischen Feuervögel, die ja auch wie das Squawks aussehen, nicht böllern können. Aber eigentlich wäre das gut, weil das ist ja interessanter. Okay, für ein Level müsste in diesem Video noch Zeit sein. Nicht dieses komische Bonus-Level hier. Wo es eigentlich nicht mal so besonders ist. Erstmal endlos lang da durchlaufen und alles. Und dann kommt man zu einem Bonus-Level, in dem es fast nichts gibt. Aber immerhin gibt es ein paar Jump-Teile. Auch komisch, dass es im Bonus eben so eine dramatische Musik gibt. Es gibt zwar Gegner, aber kein Messer. Den Bonus-Level habe ich übrigens nicht gemacht. Das war alle regulären Story-Reihen. Das wird als Level 20 angezeigt. Aber hier gibt es auf jeden Fall wieder einen Cut.